Reeves. Wir dachten, wir schauen mal vorbei und helfen ihnen, den Menschen den Arsch zu retten. Und dafür hätte ich gerne das Gebiet, das Sie Australien nennen. War ein Witz. Vorerst. Eva ist nicht mehr da, um dich herumzukommen. Okay. Was ist mit dieser Zone? Wir könnten sie umkreisen und mit Verstärkung überfluten. Gleich erfolgt der letzte Vorstoß. Alles okay? Ich dachte, das würde ich Sie fragen. Shepard, ich habe Sie als Jugendlicher auf Pilgerreise unterstützt. Und dann, als die Normandy ein Cerberus-Schiff war. Was wäre ich für eine Freundin, wenn ich jetzt aussteige? Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Alles okay? Wie ging es Ihnen damals bei der Landung auf Runoch? Stellen Sie sich vor, das wäre keine uralte Geschichte, sondern erst vor wenigen Monaten passiert. Und Sie sehen es in diesem Zustand. Wir müssen es schaffen. Werden wir. Was auch geschieht. Ich bin stolz, dass ich bei Ihnen war, Captain. Es war mir eine Ehre, Tali Zora was Normandy. Für die Admirals war dieser Name früher ein Schandfleck. Und dann half uns die Normandy bei der Rückeroberung unserer Heimat. Zeit, mich zu revanchieren. Okay. Ich spreche noch kurz mit Edie. Shepard, ich habe eine Frage. Eine große oder eine kleine? Sie ist wichtig. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie weniger Relevanz. Dann los. Die Reaper haben bei dieser Schlacht keinen Grund, nicht alles gegen uns einzusetzen, was sie haben. Ihre Streitkräfte sind verschanzt. Sie haben mehr Feuerkraft und sind uns zahlenmäßig überlegen. Daher meine Frage, wie kommen Sie darauf, dass wir die Röhre überhaupt erreichen? Ja. Weil ich Tessia wieder gut machen muss. Und alles andere. Unsere Siegeschancen sind alles andere als sicher. Haben Sie Angst? Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher als bei allen bisherigen Plänen. Das habe ich nicht gefragt. Haben Sie Angst? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Es gibt keinen Platz für Zweifel mehr, Edie. Sie verstehen, was zu tun ist oder nicht? Ich verstehe, was wir erreichen müssen, Shepard. Die Reaper haben tausende von Zivilisationen vernichtet. Aber unsere haben sie nicht vernichtet. Und das werden sie auch nicht. Ich hätte es nicht besser sagen können. Zeit zum Losschlagen. Shepard? Es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Der Unbekannte hat meine Herstellung vor Jahren befohlen. Jeff hat mir erlaubt, selbst zu denken. Aber erst jetzt fühle ich mich lebendig. Das verdanke ich Ihnen. Danke, Edie. Okay. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Nur 50% von Hammer haben sich gemeldet. Mehr nicht? Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Mit jeder Minute hier gewinnen die Reaper an Stärke. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans HQ. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer hier bringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Feuer! Jawohl, Sir! Johnson, Coates, Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten.
Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Okay. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe. Stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden. Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn, jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht alleine. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und besiegen ihn gemeinsam. Okay, wen nehme ich mit? Ich würde gerne alle mitnehmen. Aber ich nehme wieder James mit. Und diesmal nehme ich Edie mit. Ja. Okay. Ich mache mal eine kurze Pause und trinke was. Bis gleich. Tschüss. Okay, da sind wir wieder bei Mass Effect 3. Und ich bin mit der Ausstattung meiner Kameraden ziemlich zufrieden. Gut. Irgendwas, das wir noch verbessern könnten. Schmettern ist komplett. Fitness könnten wir noch verbessern. Aber am besten irgendwas, das uns im Kampf wirklich aktiv hilft. Nehmen wir Werfen. Erhöht Kraft und Schaden von biotischen Detonationen um 15%. Um 50%. Nehmen wir das. Edie hat 4. Das kann sie da machen. Täuschkörper macht sie mal. Auf Dauer oder erhöhte Schild. Erhöhte Dauer. James hat 5. Nee, Spiele kann ich machen. Brandmunition, Blutbad. Haben sie Feinde handlungs- und fähig? Was macht. Nee, nicht anders. Oder nehmen wir Brandmunition? 30% mehr Reservemunitionskapazität oder mehr. Machen wir das. Okay. Bestätigen. Ach komm, soll ich die ganz cool von hinten mit der Sniper oder so erledigen?
und dann fängt irgendjemand an zu feuern, ey. Okay. Marodeur. Stopp. Nachladen. Los. Nach vorne. Stopp. Verdammte Kannibale, ey. Da sind sie solche Fahrzeuge, mit denen man in Mass Effect 1 noch rumfahren konnte. In 2 und 3 ging das hier nicht mehr. Oh. Kacke. Oh, kacke. Stopp das Ding endlich. Stopp, stopp. Und du da hinten auch. Sterbt alle. Ich wechsle mal die Waffe. Und schmetter hier mal ein bisschen rum. Oh, kacke. Verdammte. Der Kampf hier ist nicht so easy wie die alle anderen. Weil bei den bisherigen Kämpfen hatte ich ja eigentlich relativ wenige Schwierigkeiten. Oh. Nehmen wir doch mal das Ding raus. Und feuern da mal drauf. Okay, noch ein Schuss, dann ist das Ding down. Okay. Es ist down. Wir wechseln die Waffe. Da ist eine Banshee. Oh, kacke. Oh, Mann. Splittergranaten. Stören. Alles, was wir haben. Und Blutbad. Oh Mist. Nachladen, nachladen und... Kacke, woran bin ich denn jetzt noch gestorben? Ach, Mist. Schalten Sie die Technik aus, bevor Sie damit beginnen, gepanzerte Geschütze. Okay. Wir versuchen, das Gebäude auszuschalten. Hä? Es ist zu ruhig. Zu ruhig. So weit waren wir doch noch gar nicht. Aber als wir gestorben sind, hat schon das Spiel gespeichert. Oh. So wird das gemacht. Ja. Oh. In der Tiefgarage.
Oh, das sind zwei von denen. Warp. Erstmal den fertig machen. Oh, ein Husk. Oh, Mist. Schieß, schieß, schieß. Okay, tot. Einmal in die Fresse geschlagen und down ist er. Okay, nachladen. Im Kampf klappt das ja nicht immer so bei dem Ding. Ist da noch irgendwas? Nö. Okay, nach oben. Wir werden hier draußen abgeschlachtet, Commander. Weitermachen. Verdammt, Kompanie Kilo wird zerlegt. Erstmal da hinten schön gepflegt. Splittergranate rein. Okay, tot. Okay. Die können gehen. Munition. Mom, Dad, ich kann euch nicht erreichen. Ich hab's im Büro versucht und über eure Privatleitung. Niemand geht ran. In den Nachrichten heißt es, die Bombardierung würde immer schlimmer. Und dann fiel der Strom aus. Ich weiß, dass ich hier bleiben soll. Aber ich kann niemanden erreichen und mache mir große Sorgen. Und die Zwillinge... Um die Zwillinge. Ich gehe jetzt zur Schule und hole sie ab, okay? Wenn ich noch andere Kinder finde, bringe ich sie auch mit. Falls wir uns in den Notbunker treffen, dürfte ich mich... auch gerne anschreien. Alles Liebe, Kai oder wie auch immer. Und da hinten müssen wir hin. Da müssen wir lang. Also, oh. In your face, bitch. Haha. Nein, das ist nur ein kaputtes Hausteil. Wo kommt der denn her? Und nach vorne zu einer besseren Stellung. Oh, da hinten ist eine Londoner Telefonzelle. Zack. 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 Ich muss ein anderes Gewehr nehmen. Geh die aus dem Weg. Nein. Scheiße. Drüber. Was? Das hat ihn nicht erledigt? Verdammt, Mann. Wie hart sind die? Verbrenn ihn. Idi. Nein, verdammt. Ahaha. Ah, verdammt, verpasst. Dafür habe ich ihn jetzt am Bein. Verdammt. Hier, Kompanie Echo.
Okay, das Ding da oben ist fast down. Wechseln wir kurz die Waffe. Jetzt ist es down. Ah, ich habe jetzt... Es ist halt schon sehr spät, beziehungsweise früh. Aber ich habe die Intention, das Spiel heute noch durchzukriegen. Beziehungsweise in dieser Session. Oh.